Im August 2012 haben wir euch Tribute von Panem-Fans gerufen. Das Fan-Event Berlin Run suchte freiwillige Tribute für eine der heißesten Veranstaltungen des Jahres. Und wir hatten nicht zu viel versprochen. Fast 300 Kandidaten hatten sich beworben. Die 6 überzeugendsten Kandidaten haben wir nach Berlin eingeladen. Lea, Marie und Annika wurden unsere weiblichen Tribute. Sie bildeten je ein Team mit Julian, Steven und Torben. Einen ganzen Tag lang ging es mit Volldampf durch Berlin und Potsdams Wälder. Worum ging's? Um Pfeile. Sie waren die Währung, um in der 6. und letzten Etappe den Berlin Run zu gewinnen. Start war das Rollfeld des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof. Steven! Dies war die erste der 6 Etappen und hier galt es, einen Rucksack mit Equipment zu erobern. Geschwindigkeit, Koordination mit dem Teampartner und etwas Orientierung waren gefragt. Orientierung hat natürlich nicht jeder und dass Lea und Steven beim Vorlesen der Regeln nicht so genau hingehört hatten, kostete sie dann auch den sicheren ersten Platz. Denn nur wer Erster im Ziel ist, ist auch Erster. Das Etappenziel enthielt auch den Hinweis auf die 2. Etappe. Bei nun schon 26 Grad im Schatten ging es von Tempelhof zum legendären Grenzposten Checkpoint Charlie. Das Team, das als erstes ein Foto von sich und dem Checkpoint an den Spielleiter schickte, gewann die Etappe. Dass sich hier 2 Teams verbündeten, wurde mit einem Extrapfeil belohnt. Und weil es Berlin Run heißt, ging es auch laufend zur nächsten Etappe. So schnell, dass selbst die eine oder andere Kamera nicht mitkam. Aber schlau wie wir sind, haben wir den Teams natürlich Handycams mitgegeben. Was die damit allerdings so gefilmt haben? Etappe 3 führte die Teams hoch hinaus über die Dächer von Berlin. Von den 3 höchsten Punkten Berlins aus suchte je ein Team den nächsten Bestimmungsort. Ein kleiner Ausschnitt eines Fotos half dabei. Dabei durften die Teams noch etwas die Wahnsinnsaussicht vom Panoramapunkt am Potsdamer Platz oder die Nervenkitzel und die Weitsicht im Fesselballon Highflyer genießen. Annika und Torben auf dem Fernsehturm am Alex hatten hier die besten Adleraugen. Gefunden haben sie aber alle 3 Teams, die Mitfahrgelegenheit im real existierenden Plastikbomber. Bei nunmehr 37 Grad im Schatten ging es vorbei an den Highlights der Hauptstadt. Ab in den kühlen Wald, rauf auf die Bäume. Im Abenteuerpark Potsdam gab's davon reichlich. Hier galt es als Team, 7 Kletterhindernisse auf Zeit zu meistern. Aber in der Hektik ging auch schon mal was schief. Der schnelle Steven hing dann irgendwann im Sicherungsseil, was das Team Lea und Steven vielleicht wieder den ersten Platz kostete. Aber Marie und Julian hatten eine so gute Zeit vorgelegt, die einzuholen wäre sowieso sehr schwer geworden. Aber auch Annika zeigte hier ihr enormes Klettertalent. Anschließend ging es 250 Meter den Berg hinunter. In 16 Meter Höhe am Seil konnten die Tribute etwas Fahrtwind genießen. Nicht so angenehm war dann der Waldlauf mit voller Klettermontur wieder den Berg hinauf. Immerhin war niemandem kalt, waren ja noch gute 35 Grad. Die 6. und letzte Etappe sollte den Sieger des Berlin Run bestimmen. Für jeden erspielten Pfeil durften die Teams einmal mit dem Bogen in die Mitte der Scheibe schießen. Ein Treffer, ein Punkt.
Während Marie, Annika, Julian und Torben bei den Übungsrunden klar vorne lagen, hatten sich Lea und Steven ihre letzten Kraftreserven wohl für das Wettkampfschießen aufgespart. Und so gewannen die beiden dann auch souverän den Tribute von Palmen Berlin Run 2012. Am Ende des Tages stand fest, die Tribute des Berlin Run haben alles gegeben und eine Menge Spaß gehabt. Zur Belohnung gab's die Tribute von Panem DVD-Box in der Fan-Edition, tolle HD-Videokameras von Canon und je eine fette OnQ-Surround-Anlage inklusive Blu-ray-Spieler als Hauptpreis. Ja!